Ich stecke mir eine Karotte für später ein. Sollen ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes... Anhand... Seit... So... Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt. Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Ja, mach ich morgen. Mama hat die Post vorhin schon mit reingenommen. Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Knochentrocken. Es hat schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Was für ein Sommer. Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Gremlin-Wolf. Wie immer. Die Luft ist rein. Mein Geheimversteck. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Welt wäre in Gefahr. Was haben wir denn da? Streichhölzer? Knaller und meine Goldmünze. Das Abenteuer kann beginnen. Oh, das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlin-Wolf noch meine Witterung auf. Oh, die sehen echt lecker aus. Sind die sauer? Warum falle ich immer wieder auf Johannisbeeren rein? Das muss an der knallroten Farbe liegen. Wer wirft denn hier einfach seinen Müll in die Natur? Unglaublich! Wie oft ich mir hier schon einen Splitter gezogen habe. Mama sagt immer, ich soll aufpassen, dass ich im Wald nicht verloren gehe. Dann sage ich immer, hey, ich bin schon 12 und den Wald kenne ich wie meine besten Tasche. Aber zugegeben, abends ist es da drin echt gruselig. Diese kleinen Tierstatuen haben die Leute hier vor langer Zeit aufgestellt, damit sie Wanderern Glück bringen, sagt Mama. Vor ein paar Jahren waren es aber mehr, glaube ich. Du hast es dir aber bequem gemacht, Faulpelz. Mama sagt immer, ich soll aufpassen, dass ich im Wald nicht verloren gehe. Dann sage ich immer, ich bin schon 12, aber abends...
Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange, bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. Die Eulenmauer, die führt bis zum großen Baum im Wald. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Als ich jung war, gab es hier nur Felder, soweit man sehen konnte. Nee, aber im Ernst. Seit sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, sieht es da unten noch trauriger aus. Schule. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten. Das ist traurig. Naja, noch 2 Tage Abenteuer. Manchmal finde ich, die Statue sieht verfressen aus und manchmal ausgehungert. Woran das wohl liegen mag? Ah, da hinten gibt es noch eine ganze Menge Brombeeren. Aber dieses dornige Gebüsch ist im Weg. Dieses stachelige Gebüsch scheint zu glauben, mich von den saftigen Brombeeren da hinten fernhalten zu können. Jemand sollte ihm eine Lektion erteilen. Autsch! Diese Runde geht an dich, dorniger Busch. Wie ruhig es hier ist. Als ob die Stadt meilenweit weg wäre. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Ich leg den schweren Stein zurück. Das geht echt in die Arme. Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Leider mieft der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Mit diesen Kreidesteinen kann man echt gut zeichnen. Ich nehme mir einen mit. Man weiß ja nie. Früher habe ich mich immer auf diesen Felsen gesetzt, weil er wie ein dickes Tier aussieht, das man reiten kann. Jetzt bin ich zu alt für sowas. Hier soll es einmal einen alten Wanderpfad gegeben haben. Vielleicht heißt der Baum deshalb Pfadbaum. Jetzt ist hier jedenfalls Sackgasse. Die Eulenmauer. Sie läuft mitten zwischen den Bäumen hindurch. Den nehme ich mit. In einem meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in Kreisform wachsen. In der Nähe von Eingängen zum Reich der Feen. Aber dort stand auch, dass Feen sehr, sehr unfreundlich sein können. Ich will lieber keine treffen. Früher habe ich hier ab und zu nach Kaulquappen gefischt. Das Wasser sieht eigentlich ganz klar aus. Trotzdem riecht es hier ab und zu echt gruselig. Nun gut, ich habe keine andere Wahl. Der Busch stand zwischen mir und Mamas Brombeerkuchen. Ein tödlicher Fehler. Warum muss die Kreuzspinne ausgerechnet auf meinen Brombeeren wohnen? Vielleicht will sie beerensammelnde Abenteurer in die Falle locken. Hast du gedacht? Aber nicht mit Jerry Haselnuss.